Jo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt von mir, und zwar Pokémon Solar Light und Luna Dark. Es ist ein Pokémon-Hack, wer hätte das gedacht, für den RPG Maker, also nur auf dem PC erhältlich, für die Handy-User leider nicht spielbar. Und ich würde sagen, ich mache erst einmal den Bildschirm größer. Ich meine, für euch ist es kein Unterschied, weil ich das halt so hinschneide, dass ihr eh einen Vollscreen habt. Aber für mich ist es gerade ein fucking kleines Bild. So, schon besser. Und ja, also für mich ist es auch ein Blind-Projekt, weil ich kenne das Spiel nicht. Ich habe nur einmal kurz angetestet bis zum ersten Trainerkampf. Also Starter abgeholt und dann den Trainerkampf, den man halt danach macht. Und ja, mit weiter habe ich nicht gespielt. Also für mich ist es halt echt ein ziemliches Blind-Projekt. Und ich möchte noch mal eben kurz nochmal ins Menü gehen und Fast. Und Battle Effects on, Battle Style switchen. Ja, Switch kann ruhig bleiben. Also es wird auch kein Dings hier, keine Nuzlocke. Nicht, dass ihr denkt, hey, neue Nuzlocke. Nein, es wird ein ganz normales Pokémon-Projekt. Weil ich weiß, dass hier auch neue Pokémon drin vorkommen. Ich weiß gar nicht, ob alte Pokémon drin vorkommen. Keine Ahnung. Ich habe bisher nur andere gesehen. Und ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, welches Pokémon gut ist, welches schlecht ist. Running Key, Hold oder Toggle, keine Ahnung. mein Englisch ist leider nicht das Beste. Also ich meine, ich kann es verstehen und so. Warum sieht Diamantenpeer genauso aus wie Smaragd? Glaube ich nicht, Feuerrot oder Grün. Ja, mein Englisch ist nicht das Beste. Ich verstehe zwar die meisten Sachen, ich versuche auch so zu übersetzen, was ich halt verstehe. Und ja, zum Beispiel das heißt, hallo, wer bin ich? Oder wer bist du? Ja, ne? Welcome to the world of Pokémon, ja. Das ist das Standardgespräch halt, ne? Nur, dass der nicht Professor Eich heißt, sondern Professor Pinewood. Ja. Er ist ein Kokosnussbaum. Oder so ähnlich. Ja, Pokémon-Professor. Nein, ich brauche tatsächlich keine Hilfe. Und da sehen wir schon eins dieser neuen Pokémon. Ich meine, was ist das? Das ist ein scheiß Hamster. Was irgendwie ein bisschen fett geworden ist. Aber na gut. Ja, in dieser Welt eben Wesen namens Pokémon. Und manche halten sie als Haustiere. Andere wiederum streiten mit dem Pokémon-Kämpfer aus. Und Dinge und sonst was. Und ich studiere Pokémon, weil ich sonst nichts Besseres zu tun habe. Und bin ich Junge oder Mädchen? Muss man kurz in meine Hose gucken. Ich glaube, ich bin Junge. Und das habe ich schon letztes Mal nicht verstanden. Vorhin wollte ich schon gerade sagen. Auch wenn es auf dem PC spielbar ist, muss ich meinen Namen trotzdem hier so auf die altmodische Art eingeben, anstatt es einfach schreiben zu können. Weil das wäre ja wahrscheinlich zu einfach. Oder so. Ja, you are Zack. Ich glaube schon. Okay, meine eigene Pokémon-Geschichte beginnt bald. Und let's do this shit. Oder so. Hey Zack, hast du dein, was auch immer, Bewerbung fertig? Heißt das Bewerbung? Ich weiß es nicht. Was heißt Dingensbums? Application. Was ist Application? Ich habe keine Ahnung. Ich habe meine bereits versendet. Sie sagen, sie werden kürzer Kontakt zu mir aufnehmen. Oh, du hast deine auch gerade abgeschickt? Ja, das ist ja großartig. Oder so. Ich kann es kaum erwarten, draußen auf die Straßen zu kommen und all die Pokémon dort zu sehen. Ich frage mich, wie lange das wohl dauert. Auf jeden Fall, ich bin nur gekommen, um zu sehen, ob du deine bereits verschickt hast. Also, ich gehe mal lieber nach Hause und checke meine Mailkasten, Briefkasten, was auch immer. Ich sehe dich dann, Zack. Und, was ich als erstes tue, natürlich den Trank rausholen. Was sollte man sonst tun? Ich meine, hey. Warte mal, kann man die Mail nachlesen? There is no mail. Okay, schade. Zack, bist du bereits fertig? Oh, bist du? Das ist ja exzellent. Wunderbar, was auch immer. Warum gehst du nicht nach draußen und schnappst ein bisschen frische Luft, solange du wartest? Ah ja, und hier sind deine Turbo-Treter. Yay. So, damit läuft es sich doch schon viel besser. Und
Sie werden dir helfen, schneller zu laufen. Falsche Taste. So. Meine theoretisch hast du nur 3 Tasten in den Spiel, aber hey, kann man sich auch mal verdrücken. Haus ist verschlossen. Ding. Was mich nur anhüpft. Oder nur ein Geräusch von sich gibt. dieser Stadtname halt ist ein wunderbarer Ort in Rikoto. Also die Region heißt scheinbar Rikoto. Aber meine Freunde sagen, da sind noch viele andere Regionen mit größeren Städten. Ja. Ja. Aber größere Stadt heißt ja nicht gleich besser, oder? Na gut. Ich rede jetzt mal nicht mit jedem, weil... Gott, ich will ein Let's Play machen und nicht denken. Oder was? Es ist noch nichts, aber jede Minute. Tja, jede Minute, ne? Junge, Junge, ist das aufregend. Ich denke, er ist mehr aufgeregt. Mehr aufgeregt über dieses Jahr als über seinen Geburtstag. Ja. Ich meine, hey, am Geburtstag bist du halt nur geboren, da passiert nichts Großartiges. Zack, es ist gekommen, meine Nachricht ist gekommen. They progress my bla bla bla. Also sie haben meine Bewerbung bearbeitet und ich wurde angenommen. Geh nach Hause und check deine Nachrichten, ich warte hier auf dich. Keine Sorge. Was ist denn hier unten? Sollen wir direkt an den Strand leben? Ja, mein Haus war ja da. Man muss ja auch erstmal gucken, wo man überhaupt wohnt, nicht wahr? Oder so ähnlich. Habe ich eigentlich hier irgendwo eine Town Map? Nö. Empty. Yay. Hallo. Tut mir leid, dass wir dich warten gelassen haben, aber wir haben deine Bewerbung bearbeitet und Gratulation. Du bist angenommen worden. Du darfst dich nun offiziell registrierter Pokémon-Trainer nennen. Bitte komm ins Pokémon-Labor und hol dir dein Starter-Pokémon ab, Bitch. Okay, Bitch stand da jetzt nicht, aber egal. Ja. Na, und hast du deine Nachricht bekommen? Ja, hast du? Das ist awesome. Fantastic. Biatch. Ich sollte damit aufhören. Lass uns im Labor gehen, das ist so aufregend. Folgt mir, ich kenne den Weg. Yay, ich muss nicht selber laufen. So, das ist also Professor Pinehurst Labor. Oh, hallo. Seid ihr zwei hier, um euer Pokémon zu holen? Ja, sind wir. Wir wurden gerade akzeptiert und sind direkt los, um unser Starter-Pokémon zu holen. Yay, oder so. Stand das, fand ich wortgenau, aber egal. Oh, ich wurde vor einiger Zeit akzeptiert. Ich lebe in Musitown. So musste ich also von dort aus hierher laufen. I just got here. Okay, bin alleine hierher gekommen. Okay, cool. Hey, wisst ihr was? Wir sollten zusammen gehen. Sicher, warum nicht? Ach ja, ich bin Rodney und das hier ist... Das ist, ob der Rodney heißt. Und das hier ist Zack. I'm Kira? Kann man es Kira aussprechen? Ich glaube schon. Weil Kyra hört sich komisch an. Ich nenne sie Kira. Werdet euch beide kennenzulernen. Los, lasst uns unsere Pokémon holen. Ding ins Kirchen! Oh, was ist das? Ich nehme an, ihr drei seid die neuen Pokémon-Trainer. Seid ihr hergekommen, um eure Starter-Pokémon auszusuchen? Ja, Sir. Mein Name ist Rodney, das hier ist Kyra und das ist Zack. Ich glaube, wir können selber reden. Na gut. Wir haben alle unsere Nachrichten bekommen und sind direkt zum Labor, unser Pokémon zu holen. Na dann, Exzellenz. Also wenn ihr wollt, dann folgt mir bitte. Oder so. Ja, wie gesagt, meine Übersetzung ist nicht die besten, es tut mir leid. Aber ja, ich denke mal, für diejenigen, die halt wirklich überhaupt kein Englisch können, ist das hier sowieso irgendwie so ein Projekt, wo sie ein bisschen fehl am Platz sind oder so. Keine Ahnung.
Das meine, das ist auf der einen Seite nur Pokémon, das sollte man auch so verstehen, aber ja. So, willkommen in meinem Pokémon-Labor. Wie ihr wisst, bin ich der Professor hier. Professor Pinewood ist mein Name. Ich studiere irgendetwas über Pokémon, wo sie es mögen zu leben und aufwachsen, überleben und entwickeln und sonst was. Und du machst halt Professoren-Dinge. Wow, ich nehme an, du hast schon viele Pokémon gesehen. Ja, das habe ich, junger Mann. Ich bin über alle Regionen gewandert und habe viele Dinge gesehen. Diese Welt ist voller fantastischer Dinge. Ja, was auch immer. Wow, Zack, das ist unglaublich. Haha, I can see. Ja, ich kann sehen, du bist der energiegeladenste hier. Auf jeden Fall, hier habe ich 3 Pokébälle auf dem Tisch. Und jedes davon enthält ein spezielles Pokémon. Diese 3 sind die Starter-Pokémon aus der Rikoto-Region. Ding ernst. Jeder neue Trainer bekommt zu seinen Starterreise 1 dieser 3 Pokémon. Oh, ich nehme an, die sind alle super süß und stark und machen Dinge. Ich nehme einfach irgend so ein Pokémon, was aussieht, das hätte keine Lust, wenn es das gibt. Raise your Pokémon, ja, trainiere deine Pokémon richtig und sie werden es. So, wie wäre es, wenn ihr eure Pokémon nun auswählt? Ich lasse euch entscheiden, wer zuerst aussucht. Mir ist es egal, welches ich nehme, ich weiß nur, was ich jetzt schon lieben werde. Zack, lass es uns mit einem Münzwurf entscheiden. Kopf oder Zahl? Ich nehme Kopf. Oh Mann, du hast gewonnen. Ich habe schon wieder gewonnen, hey. So, ich meine, bei meinen Antesten habe ich auch gewonnen, aber na gut. ja, ich nehme an, du kannst als erstes aussuchen. Ich kann noch nicht mehr warten. Ja, okay. Wir haben dann hier die 3 Starter. Und zwar einmal das Pflanzen-Pokémon, das aussieht wie eine Mischung aus Schillerst und Bisasam und weiß der Teufel was. Dann das Feuer-Pokémon, das aussieht wie Flammiau und Phynx, ein bisschen vielleicht, keine Ahnung. Und das Wasser-Pokémon, was einfach fucking cool aussieht, weil es einfach eine Froxy- und Hydropi-Mischung ist. Und ich hatte jetzt bei meinem Test-Dings das Pflanzending genommen. Und wisst ihr was? Ich nehme das Wasser-Ding diesmal. Und ja, ich möchte es einen Spitznamen geben. Es ist männlich und ja, nach wen nenne ich es denn? Keine Ahnung. Ne, was haben wir da? Dennis und was auch immer. Ah, exzellente Wahl, Zack. Ich bin sicher, du und dein Pokémon werden zusammen wachsen und gute Freunde. Nun bist du dran, Rodney. Ja, natürlich nimmst du das Pflanzending. Okay, dann nehme ich dieses hier. Und als letztes, last but not least, was auch immer, kriegst du deinen Starter, Kyra. Also nehme ich diesen kleinen Cutie hier. Wow, sie nimmt halt wirklich die Katze, ne? Also gut, ihr habt alle eure Pokémon gewählt. Und ich bin mir sicher, sie werden groß und stark und fantastische Pokémon. Nun macht's gut und passt gut auf eure Pokémon auf. Das werden wir, Professor, ich verspreche es. Ich trainiere meine Pokémon jeden Tag und bin sicher, dass sie immer glücklich sind. Ja, ich skipp das dann mal. Du bist der beste Professor P, Alter. Oh, die sind ja schnell. So, dann ist diese Information wohl nur für dich. Du musst die Pokémon nicht ganze Zeit in den Pokébällen behalten. Das Pokémon, was du an erster Stelle hast, läuft dir hinterher. So wie dieses hier. Tada! Und das ist mit Abstand die coolste Scheiße hier. Einfach hart Gold und so Silber-Elemente. Das Pokémon läuft mir hinterher. Was ist das für ein cooler Ruf? Dennis starrt mir direkt in die Augen. Mach das nicht. Nein. Mach das einfach nicht. Oh, Zack, warte mal eine Sekunde. Nimm das hier mit dir. Yay, noch ein Trank.
Nun, genieße deine Reise. So, ich gehe dann mal nach Hause und zeig meiner Mom mein süßes Pokémon. Ich sehe euch Jungs dann irgendwann. Okay, Kaga, see ya. Also, seh dich, oder so. So, Zack, bist du genauso aufgeregt, wie ich es bin? Adapted? Keine Ahnung, ich nehme es an oder irgendwie so? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr länger warten und durch die Gegend reisen und jedes Pokémon zu fangen, was ich sehe. Oh, fast hätte ich es vergessen. Wir sind ja jetzt Trainer. Und ja, wie wär's denn damit? Ich meine, Pokémon-Kampf und Dinge. Kämpfe zwischen uns besten Freunden und so. Pokémon-Trainer Rodney möchte kämpfen und ich weiß nicht, ob es jetzt gerade Nacht ist, weil es halt wirklich 20 Uhr ist, oder ob das jetzt Nacht ist, weil das Spiel einfach in der Nacht anfängt. Keine Ahnung. Okay, ich möchte erst einmal die Stats von Dennis ansehen, weil es sieht ziemlich scheiße aus. Es ist timid, okay. Es sieht halt... Ja, man kann es jetzt nicht genau sagen, weil timid ist ja Angriff minus. Daher weiß ich jetzt nicht, ob es ein physischer oder spezieller Attacker ist, weil es sieht nach beiden aus. Es sieht gerade wie so ein Allrounder aus. Dass es überall eigentlich gleich viel hat. Aber na gut, wir haben Funden Heuler nur, okay, was auch immer. Ja. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Fund. Das macht überhaupt kein Damage, Alter. Heuler. Instant Heuler. So. Dann einmal Fund gegenhauen. Krieg wieder einen Tackle ab. So, dann wird es Zeit für den ersten Trank. Und ich muss sagen, ich hatte ja auch den Pflanzenstarter letztes Mal als erstes genommen. Der scheint ziemlich stark zu sein, was physischen Angriff angeht, weil da hat mein Rival logischerweise die Katze genommen und ich habe die einfach weggehauen wie Aua, sonst was. Daher, ich glaube, das Pflanzending ist wohl eigentlich das stärkste der drei. Obwohl, warte mal. Ein Hit überlebe ich noch. Außer es ist ein Crit, weil... Ja, ne? Und ach ja, ich muss das Spiel auf der Tastatur spielen, weil es eben wie gesagt von RPG Maker ist. Also tut es mir leid, wenn ihr meine Tastatur halt hört, weil mein Mikro steht halt sozusagen direkt da drüber und ich kann es halt nicht anders positionieren, weil ich kein so ein Greifarm-Dingens habe. Wollte ich mir schon immer mal holen, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Und ja, Spezialangriff plus 2, okay. Und Blubber erlernt. Und fast noch ein Level up. Nun, wir haben ja gerade erst gestartet, aber mir gefällt es jetzt schon oder so, keine Ahnung. Dir gefällt es zu verlieren? Oh wow, Zack, du bist dir sicher bei dem, was du tust. Du wirst bestimmt ein starker Pokémon-Trainer. Hier, ich halte deine Pokémon kurz. Ich denke, ich gehe nach Hause und zeige meiner Familie mein übertrieben geiles Pokémon. So, ich sehe dich dann. Ich hole dich dann später irgendwann mal ein. Keine Ahnung. Sollen wir jetzt auch noch kurz nach Hause gehen? Oh, hi. Zack, Gott sei Dank bist du noch nicht abgehauen. Ich habe gehofft, hier in dich reinzurennen. Ich habe eine Bitte. Oder so. Ich habe vergessen, euch Items zu geben, die euch bei eurer Reise helfen werden. Aber nicht nur das, ich hab's vergessen. Was? Also, not only did I forget to. Achso. Ja, aber nicht nur, dass ich so vergessen habe, euch zu geben. Ich habe sogar vergessen, es aus dem Pokémon-Markt aus Mositown zu holen. Es tut mir wirklich leid, aber kannst du nach Mositown gehen und das Paket holen? Wirst du? Dankeschön. Ja, Professor Eiche oder was? Aber hey, immerhin wird es einem hier gesagt, dass man das Paket holen soll, nicht so wie in Rot und Blau damals.
Ja, wenn du das Paket abgeholt hast, sei sicher, dass du es hier zum Labor zurückbringst. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Diese Panflötenmusik einfach, sie ist so cool. Also, ich bin halt noch hierher gegangen und hab dann beendet. Also, ab jetzt kenne ich wirklich nichts mehr aus dem Spiel. Daher wollen wir mal gucken, was für Pokémon es hier unten gibt. Okay, ein Standard-Pokémon-Kampfsystem und was zum Fick bist du? Willst du Dusselgur sein oder was? Blubber, Alter. Ja, okay, ich muss sagen, die Blubber-Animation sieht ein bisschen komisch aus, aber wie ich schon erwähnt habe, es ist halt ein RPG-Maker-Spiel. Es ist jetzt kein direkter Feuerrot-Hack oder so. Also, ja. Und einmal will ich nochmal gucken. Ja, okay, das hat das andere Farben? War das andere eben gerade weiblich vielleicht? Kann sein, dass es männlich und weiblich dann eine andere Farbe hat. Wer weiß. Okay. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Pokémon es hier gibt. Ich habe auch keine Ahnung, welche Pokémon ich mit ins Team haben möchte. Und das wird, denke ich, meine interessante und spaßige Reise hier. Oder so ähnlich. Okay. Warum machst du Lidschatten? Das sieht komisch aus. Hab das nicht. Aber laut Namen siehst du nach Elektro-Pokémon aus. Oder dass du zumindest ein Elektro-Pokémon wirst. Aber gut. Kennst du diese Sorte von Bäume hier? Das ist ein Kopfnussbaum. Was? Es gibt Kopfnussbäume? Okay, cool. If you wanna, wenn eines deiner Pokémon kopflos kann, kannst du es hier in diesem Baum benutzen und hin und wieder fällt ein Pokémon herunter und greift dich an. Cool. Der Baum sieht aber schon ziemlich abgenutzt aus. Hey, du bist doch neuer Trainer, richtig? Du solltest diese Potion nehmen, sie wird dein Pokémon heilen und so. Cool. Ja, okay, da geht's. Oder? Geht's da zurück? Ja, geht es. Okay, aber was ist hier? Da ist Tatsache noch ein Item. Wie cool. Eine Potion. Yay. Und da unten rechts habe ich gerade noch eins gesehen, aber komme ich nicht ran, weil. Warum genau kannst du nicht surfen? Ja, genau das dachte ich mir auch. Das hört sich an wie ein Magenknurren. Also, ein ziemlich merkwürdiges Magenknurren, aber. Magenknurren. Mozi Town. Okay. Hi du. Normalerweise arbeitet meine Mutter im Pokémon Center und hilft kranken Pokémon dabei, dass es ihnen besser geht. Vielleicht wurde sie infiziert. Wenn ich alt genug bin und ich fertig mit meiner Pokémon-Reise, will ich auch eine Krankenschwester werden, so wie sie. Was? Oh, I feel really bad, ja. Okay, das hat deine Tochter, denke ich mal. Eben gerade auch schon gesagt, dass du ein bisschen krank aussiehst, aber na gut. Und mit krank aussehen meinte ich nicht verrückt aussehen. This is Mosey Town, ja, das liegt unter Route 1. Und den. Was? Mosey Forest? Ah, ich denke, nehme an, da geht's in den Wald rein. Sorry, dass ich hier in den Weg stehe, aber was auch immer. Warum ist Pokémon Center dazu? Egal. Wow, du hast ein Pokémon. Kann's kaum erwarten, auch mein eigenes zu kriegen. Tja, erst einmal müssen die neuen Eier ausgebrütet werden oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das sah so stark nach einer Stelle aus, wo ein Item drin sein könnte, ne? Na gut. Oder der Stein soll einfach dafür liegen, um zu sagen, hey, yo, Bitch, kommst hier nicht weiter. Keine versteckten Items für mich. Wo ist denn hier der Markt? Naja. Was? Was machst du hier? Du kannst doch nicht einfach in fremde Häuser gehen. Was? Die Tür war sperrenweit offen? Oh, dann muss ich vergessen haben, sie abzusperren. Ist okay, du wusstest es nicht besser. Ich meine, Elise. Naja, zum Ende hin bist du ja nicht durch eine verschlossene Tür eingebrochen oder so.
Ja gut, okay, das ist lustig, weil an sich ist es in der Pokémon-Welt halt wirklich merkwürdig. Na komm schon, so. Ne, auch wieder nix. Oh, what? Gelbe Aprikoko. Was zur Hölle? Mein Pokémon kann Items tragen. Warte mal, das ist ihr Haus, oder? Weil sie meinte, dass sie wohnt hier. Ja, Tatsache. Ich bereite mich auf unsere Reise, auf meine Reise vor. Du sollst dasselbe tun, Zack. Wunderst dich nicht, dass ich aber schon in deiner Stadt bin? Aber okay. Oh, hallo. Du bist Kairas Freund. Sie ist in ihr Raum und packt ihre Tasche. Du müsstest mit ihr reden. Ja, was? Ich habe mit ihr geredet. Okay. Keine Ahnung, wo der Markt ist. Ist er vielleicht mit einem Pokémon-Center drinne? Hallo, du bist ein neuer Trainer, oder? Weißt du über dieses Gebäude hinter mir Bescheid? Das ist ein Pokémon-Center. Ein sehr wichtiges Gebäude für Trainer. Komm schon, ich will dir den Service von drinnen zeigen. Brauchst du mir nicht zeigen, Junge. Und ja, ich werde dann nach dem Partner auch langsam mal beenden, weil reicht dann langsam, ne? Folge mir, junger Trainer. Ah, okay, hier ist der Shop. On the top you can... Also ja, hier oben kannst du den Pokémon-Markt sehen. You can... Warum fände ich immer mit Englisch reden? Meine Güte, du kannst hier verschiedene Items kaufen, sowas wie Tränke und Pokébälle. Bist du gerade durch mal Pokémon gegangen? Das hier ist die... Warteareal? Warum muss man warten? Viele Trainer warten hier auf ihre Pokémon. Du kannst mit ihnen reden. Sie wissen einiges über diese Region. Und Plot Twist, meine Pokémon werden so instant geheilt und die Typen müssen immer warten oder was. Dieses ist der Computer, ja. Computer, kennt man, Pokémon ablegen. Oder so. Das ist Pokémon Center, Heilstation, Dingenskirchen, nerv nicht. Und das ist ein neues Areal. Es wird Questflur genannt. Es gibt Zeitquests. Die Musik hört gerade auf, auch gut. Manchmal ruhen sich Leute hier aus und bitten andere um Hilfe. Es sind verschiedene Sachen, die sie wollen und okay. Da bin ich mal gespannt, was das damit auf sich hat, weil jetzt gerade scheine ich hier niemanden zu sehen. Und du laberst mir natürlich zu viel. Was laberst du mit dem Pokémon Gear? Habe ich ein Pokémon Gear? Ich wollte nicht mit dir reden. Ja, was auch immer. Sieht nicht so aus, als hätte ich ein Pokémon-Gear. Wie ist die Tasche eigentlich aufgebaut? Okay, die Tasche ist ziemlich... Okay, eigentlich aufgebaut. Oh, habe ich eine Mailbox. Battle-Items. Okay, Battle-Items sind doch wahrscheinlich sowas wie X-Abwehr und so. Okay. Dann würde ich sagen, heilen wir einmal unser Pokémon. Und... ja, ich würde sagen, das war noch so unser... Anfangspart für dieses Spiel. Es scheint interessant zu sein. Deswegen, ich kann bisher noch nichts versprechen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt direkt hochladen werde oder ob ich erstmal wirklich so 10 Parts im Puffer aufnehmen werde, weil ich denke mal, es wäre wahrscheinlich so das Beste, um mir selber sagen zu können, okay, es lohnt sich oder es lohnt sich nicht. Also, ja, auf jeden Fall. Ja, bis zum nächsten Part, Leute, und ciao.